Hier ist Flips und das sind unsere Themen. Netflix, Polizei ermittelt gegen Streaming-Riesen. Star Wars, was bringt die nächste Trilogie? Gladiator gegen Wicked, wird das nächste Barbenheimer? Schock nach der Wahl. Hollywood hat Angst. Nolans nächster Film, was wir jetzt wissen. Und Nintendo, warum der Konzern jetzt jammert. Vielen Dank an unsere Unterstützer, die Guardians, Chaosprinzessin, Funkenschuster, Black Shadow, Hans-Joachim Meyer, Harm, Kim Jona Taco, Kinero, Just Ulrike, Just Jasmin, Kinocheck.de, Michael Traxler, Hey Aaron, MJ85, Ignomi 1, Ronzen 182, Swafnirson, Tony Barth, Daniel Schuh, Der Twaslöper, T-Unit CB und Luca Kamens. Und einen riesigen Dank auch an unsere Hitchhiker und an unsere Spotlighter. Danke, dass ihr diese Sendung unterstützt und überhaupt erst möglich macht. Und danke natürlich auch an euch, die Flips Community. Willkommen zur 24. Ausgabe der Flips News. Jubiläum! Ja, Manic und ich, der Buds, bringen ja natürlich auch diese Woche wieder alle wichtigen Infos zu Filmen, Serien und Games. Gerade jetzt wäre natürlich ein super Anlass. Außerdem habe ich morgen Geburtstag, also doppelter Anlass. Klickt doch einfach das Abo und aktiviert die Glocke. Bringt auch euch was, denn ihr werdet keine Folge verpassen. Und wenn du eine News besonders interessant findest, wir freuen uns natürlich auch, wenn du sie Freunden empfiehlst per Messenger oder Social Media, damit auch die gut informiert sind. Danke dafür und natürlich gibt es uns auch auf Instagram die News zwischen den News. Lass uns da gerne auch ein Follow da und diskutiert mit. Und wenn ihr woanders unterwegs seid, Flips gibt es ja seit kurzem auch auf Blue Sky und Threads unter Flips News. Ihr habt also keine Ausrede mehr, nicht zu folgen. Es ist November und es ist wieder Zeit für einen Blick auf die aktuellen Charts und Starts in Deutschland. Und die Frage, gibt es Überraschung oder sogar eine neue Number One? Und die Antwort ist ja. Fangen wir direkt an mit Platz Nummer 5. Da galoppiert das Rentier Nico in seinem dritten Kinoabenteuer und unternimmt die Reise zu den Polarlichtern. Der betulich harmlose Film zieht wohl vor allem Familien ins Kino, auch wenn die Kritiken eher so gemischt ausfallen. Die kleinen Zuschauer lieben die Abenteuer von Nico und sorgen für die Chartsplatzierung. Platz Nummer 4 ist dann auch gleich der größte Neustart der Woche. Er schafft es allerdings nicht auf einen der vorderen Plätze. Red One, die neueste Weihnachts-Action-Komödie mit Dwayne Johnson und Chris Evans. Aber die Reaktionen der Kritikerkollegen sind alles andere als euphorisch. Sie geben im Schnitt nur 4,2 von 10 Punkten. Der Film, der von Amazon unter ihrem MGM-Banner produziert wurde und ein gigantisches Budget von 250 Millionen Dollar hat, startet bei uns eine Woche früher als in den USA. Ihm wird allerdings dort auch nur ein überschaubares erstes Wochenende prognostiziert mit deutlich unter 30 Millionen. Im schlimmsten Fall könnte er sogar nur 19 Millionen Dollar einspielen, wie einige der Analysten befürchten. Wie das international aussieht, müssen wir dann gucken. Der Versuch, das Weihnachtsgenre neu zu beleben mit einer Story um die Entführung von Santa Claus, die Dwayne Johnson als Sicherheitschef des Nordpols und Chris Evans als berüchtigter Hacker aufhalten müssen, um Weihnachten zu retten, ist leider, wie ich finde, ein kaltherziges und am Marketingtisch entstandenes Stück Content, das sich nie wirklich entscheiden kann, ob es jetzt für coole Teens oder kleine Kinder sein will und sich Ideen aus viel besseren Filmen zusammenklaut, ohne jemals deren Charme zu erreichen. Ich habe den Film auch schon letzte Woche gesehen und fand ihn ziemlich unangenehm. Weihnachten von Amazon produziert, dreht sich eigentlich nur um Logistik, Technik und Geschenke. Das ist es, was zählt. Sowas wie Nächstenliebe oder Herz hat hier keinen Platz, denn Santa ist im Grunde nur Amazon am Nordpol. Auch von mir gibt es daher nur 2 von 5 Punkten. Die ganze Kritik findet ihr auf Letterboxd. Lasst mir da auch gerne ein Follow da. Es bleibt abzuwarten, ob Red One über die Feiertage noch an Fahrt aufnehmen kann. Verzweifelte Eltern gehen ja oft in alles, was irgendwie nach familientauglicher Unterhaltung aussieht. Ich schließe also nicht aus, dass der Film noch aufholt an den Kassen. Jetzt aber zu Platz Nummer 3. Da sitzt der Terrifier, der dritte Teil. Der hat es geschafft, weltweit über 66,666 Millionen Dollar einzuspielen und damit die Erwartungen weit zu übertreffen und das bei einem Budget von nur 2 Millionen Dollar. Also ein echter Erfolg. Und ja, auch die Kritiken sind ja, wie schon gesagt, überwiegend positiv, was ihn zu einem der erfolgreichsten unrated Filme aller Zeiten macht. Zuschauer schätzen die Kreativität und den Mut des Films, auch wenn er nichts für schwache Nerven ist. Auf Platz Nummer 2 glitscht weiterhin Venoms Abschiedsrunde sein Last Dance herum. Der Abschluss der Venom-Saga zieht weiter in die Massen an und hat weltweit bereits mehr als 325 Millionen Dollar eingespielt. Das Publikum liebt den chaotischen Mix aus Action und Humor, auch wenn die Kritiker nicht ganz so begeistert waren. Sony darf sich dennoch freuen. Und Überraschung oder vielleicht auch kein, denn diese Woche stand im Zeichen des Siegs für den alten weißen Mann. Ja, er ist auf Platz Nummer 1. Jan-Josef Liefers provoziert in dieser Komödie über Generationskonflikte und hat sich mit seinem Film an die Spitze
der Charts gesetzt. Die Kritiken sind sogar überwiegend positiv, zumindest bei den älteren Kritikerkollegen. Nun ja, schauen wir mal, wie lange sich Liefers da halten kann. Denn nächste Woche gibt es martialische Konkurrenz von einem anderen alten weißen Mann. Ridley Scotts verspätetes Sequel Gladiator 2. Der Film wird am 14. November 2024 in Deutschland starten und ist natürlich die Fortsetzung des Klassikers von Ridley Scott aus dem Jahr 2000. Diesmal allerdings ohne Russell Crowe und Joaquin Phoenix. In dieser Fortsetzung dreht sich alles um Lucius, gespielt von Paul Mescal, den Neffen von Kaiser Commodus aus dem ersten Teil. Lucius kehrt als Gladiator nach Rom zurück und wird dort in Intrigen, Ränkespiele und lebensgefährliche Herausforderungen verwickelt. Die ersten Reaktionen aus seiner Vorpremiere in Los Angeles waren überwältigend positiv. Die Kritiker lobten dort insbesondere Denzel Washingtons schauspielerische Leistung und bezeichnen sie als Oscar-reif. Aber wie immer sollten wir solche Premierenkommentare mit etwas Skepsis sehen. Die Pressevorführungen sind nächsten Dienstag. Danach kann ich euch dann auch mal mehr sagen. Die Erwartungen sind allerdings hoch, zumal der Film in den USA gegen die Musical-Adaption Wicked startet, die bei uns allerdings erst Mitte Dezember anläuft. Daher gab es schon Versuche, beides zum nächsten Barbenheimer-Event als Film gegen Film zu stilisieren. Doch der Hype auf beide Filme ist bisher allerdings deutlich geringer und das nicht nur, weil Glicket oder Gladiator irgendwie nicht so catchy klingt wie Barbenheimer. In den Prognosen läuft Gladiator 2 bisher hinter den Vorbestellungen für Wicked und es wird spannend sein zu sehen, ob sich die klare Männer-Frauen-Aufteilung so bewahrheitet, wie man das erwartet. Hier in Deutschland wird es ja eben kein Duell geben, da die Starts auseinandergezogen wurden. Hier muss sich Gladiator nur 2 Wochen später gegen Bayana bzw. Disneys Moana behaupten. Was denkt ihr über die kommenden Starts? Was habt ihr zuletzt gesehen? Was wollt ihr als nächstes sehen? Wartet ihr auf Gladiator 2? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Die Trailer-Time präsentiert sich ebenfalls weihnachtlich, denn mit Dear Santa kommt ein Film auf uns zu, der uns zeigt, wie wichtig Rechtschreibung doch ist. Denn der kleine Liam verschreibt sich leider beim Brief an den Weihnachtsmann und aus Santa wird Satan, der dann in Form von Jack Black auch direkt bei ihm auf der Matte steht, um ihm seine Seele abzutricksen für 3 Wünsche. Doch da Liam im Herzen gut ist, gestaltet sich das Ganze deutlich schwieriger für den Höllenfürsten. Die weird, aber letztlich wohl gutherzige Komödie bietet Jack Black mal wieder Gelegenheit, so richtig aufzudrehen. Regie führt Bobby Farrelly, dessen Bruder Peter auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Ja genau, das sind natürlich die Macher von Verrückt nach Mary und Dumm und Dümmer und die lassen es besinnlich werden und der Trailer sieht zwar vorhersehbar, aber durchaus ganz unterhaltsam aus und ist mir damit deutlich sympathischer, zum Beispiel als Red One. Außerdem kommt im November noch ein weiterer Gruselfilm, ein Spinnengruselfilm auf uns zu. Spiders heißt der schlicht und erinnert ziemlich an Sting, der ja auch schon dieses Jahr rauskam, denn auch hier marodieren viele kleine eklige Achtbeiner durch ein Mietshaus. Auch das ist garantiert nichts für Arachnophobiker. Die sind wohl besser aufgehoben in Disneys letzten Start des Jahres, der jetzt seinen finalen Trailer bekam, eher dann zu Weihnachten anläuft. Mufasa! Wir bekommen hier ein paar mehr Bilder vom jungen Mufasa, der zusammen mit seinem Bruder Taka ein neues Zuhause sucht. Aber natürlich wissen wir ja, dass Taka eigentlich Scar ist. Also ja, das wird der Film, der uns zeigt, wie Scar zu seiner Narbe kam, nach allem, was wir erwarten können. Immerhin haben sich die Macher diesmal bemüht, die Tiergesichter nicht ganz so realistisch zu machen und ihnen mehr Ausdruck in die Figuren zu legen. Ob sich das lohnt, wissen wir dann im Dezember. Doch das war noch nicht alles, was Disney präsentierte. Sie kündigten außerdem einen weiteren Ice Age Film an, Nummer 6 mittlerweile, jetzt nachdem ihn ja Fox gehört und sie das ursprüngliche Animationsstudio Blue Sky schleunigst dicht gemacht haben nach der Übernahme. Stellt sich aber natürlich die Frage, an wen 20th Century Animation die Produktion wohl auslagern wird. Blue Skys letzte Arbeit zum Thema war ja die Scrat Tales Serie für Disney Plus 2022. Bleibt mal skeptisch, auch wenn zumindest die alten Sprecher im Original wieder verpflichtet wurden für die Fortsetzung und im Deutschen wahrscheinlich wieder Otto Walkes dabei sein wird. Und dann präsentierte Disney ebenfalls auf der brasilianischen D23 noch ein neues Bild zum kommenden Lilo und Stitch Live-Action-Remake, wobei Stitch natürlich aus dem Rechner kommt. Da der alte Film einer meiner Favoriten von Disney ist, bleibe ich auch hier kritisch angesichts der Qualität der bisherigen Live-Action-Remakes, auch wenn Stitch zumindest
weitgehend wie Stitch aussieht, bin ich bisher kein großer Fan seines 3D-Looks. Außerdem gab es News für Christopher Nolan-Fans, zu dessen nächsten Film jetzt immer mehr Casting-Meldungen bekannt werden. Die neueste ist, dass Tom Holland, Zendaya und Anne Hathaway mitspielen werden, zusätzlich zu Matt Damon, dessen Casting ja schon länger bekannt war, genau wie das Startdatum des Films, der 17. Juli 2026. Was bisher noch nicht bekannt ist, ist, worum es genau gehen wird, auch wenn die Gerüchteküche von einem Spionage-Thriller redet. Für Tom Holland und Zendaya sind das natürlich erstmal gute Nachrichten. Da die beiden privat ein Paar sind, können sie jetzt gleich 2 Filme im nächsten Jahr zusammendrehen und sich den Trailer teilen. Wohnwagen-Trailer, Spider-Man 4 und natürlich den mysteriösen Nolan-Film. Hauptsache, sie bringen dann da nicht ihre Rollen durcheinander. Wir sind mal gespannt, ob das alles so klappt, wie es jetzt angekündigt wird. Ärgern dürfte sich vermutlich einmal mehr Warner, die es sicher mit Nolan verscherzt hatten nach Tenet, weil sie den so schlecht ins Kino gebracht haben, weswegen er nach Oppenheimer jetzt auch seinen nächsten Film wieder bei Universal macht. Und dann gab es noch eine traurige News, denn letzte Woche hieß es Abschied nehmen von Tony Todd, der sich vor allem im Horrorgenre, aber auch in Dramen wie Man of Earth und Platoon sowie in unzähligen Serien einen Namen gemacht hat. Er starb im Alter von erst 69 Jahren nach längerer Krankheit. Der Schauspieler war den meisten Filmfans wohl bekannt als ikonische Figur Candyman im gleichnamigen Franchise, einem der wenigen Filme, die sich schon in den 90s sozialer Ungerechtigkeit und den unwürdigen Lebensverhältnissen armer Menschen in Chicago annahm und dafür viel gelobt wurde. Außerdem war Todd die einzige dauerhafte Präsenz im Final Destination Franchise als mysteriöser William Bloodworth, der den Protagonisten immer wieder Informationen gab, aber auch irgendwie zwielichtig und bedrohlich erschien. Der Final Destination Franchise wird auch seine letzte Kinorolle sein, das quasi Soft Reboot Bloodlines, das sich mit Blood Wars Vorgeschichte beschäftigt, wurde noch im Frühjahr diesen Jahres gedreht und soll im kommenden Jahr dann in die Kinos kommen. Todds unvergessliche Präsenz wird hoffentlich weiterleben. Und dann wurden auf der D23 in Brasilien noch ein paar andere interessante News verkündet. Es gab neue Trailer, unter anderem zu Captain America Brave New World. Was für ein prophetischer Titel. Wie schon in Winter Soldier scheint auch das hier ein Politthriller zu werden, wenn sich der neue Captain America gegen Misstrauen durchsetzen muss, weil er eben nicht der alte Steve ist, während die Nation in die Krise stürzt und an den Rande eines Krieges gedrängt wird. Und während in der Realität die orange Monster zu Präsidenten werden, spielt Harrison Ford hier einen, der zum großen Rotmonster, dem Red Hulk, wird, was im Vergleich vielleicht eigentlich die bessere Alternative wäre. Außerdem gab es mehr von den Thunderbolts zu sehen. Das Anti-Helden-Team wurde näher vorgestellt und wir bekamen eine längere Szene, in der sich die neu geformte Truppe mit US Agent Yelena und Red Guardian eines Angriffs zur Wehr versucht und dann von Bucky Unterstützung bekommt. Thunderbolts wirkt dabei wie einer der günstigeren und auch geerdeteren Marvel-Filme, der insofern zum realistischeren Tonfall von Captain America passt. Und dann gab es noch erste Concept-Arts von dem nächsten Jahr startenden Avatar 3 zu sehen, der ja den Titel Fire und Ash trägt und die Umgebung der neuen Feuer- und Luft-Navi-Stämme zeigt mit Fesselballon-ähnlichen Vehikeln und Navis, die aussehen, als wenn man das schlechte Laune-Skinset in einem Game gekauft hat. Asche zu Asche als Lebensstil. Uns erwarten also wieder viele schöne Bilder und vermutlich eine Handlung, die wir nächste Woche schon nicht mehr richtig erinnern, wie immer bei Avatar. Welches der ganzen Projekte weckt eure Neugier und wie steht ihr eigentlich zu den ganzen Disney-Remakes? Verratet es uns in den Kommentaren. Star Wars, eine News erschütterte mal wieder das Fandom, auch wenn es nicht offiziell verkündet wurde, sondern nur auf Insider-Informationen beruht, die bei Deadline vermeldet wurden. Es wird eine neue Star Wars-Trilogie geben und die soll an die Skywalker-Saga anschließen. Also wer hoffte, Star Wars würde mal was Neues wagen, Käsekuchen. Ja, und ebenso gemischt wie diese News wurde der angebliche Producer bzw. Drehbuchautor der neuen Trilogie aufgenommen, der die 3 Filme umsetzen soll. Simon Kinberg. Der ist natürlich ein Veteran, der schon lange im Geschäft ist und wohl am stärksten mit dem X-Men-Film verbunden wird. Allerdings nicht nur im Positiven. Kinberg schrieb beide missglückten Versuche, die Dark Phoenix-Saga auf die Leinwand zu bringen. X-Men 3 und X-Men Dark Phoenix. Er ist auch der Producer der Deadpool-Filme.
Seine Drehbuchbilanz ist allerdings auch ein bisschen durchwachsen. Neben passablen Sachen wie Sherlock Holmes hat er auch sowas wie den furchtbaren Jumper, das total missglückte Fantastic Four Reboot, X-Men Apocalypse und Episoden des verunglückten Twilight Zone Reboots von 2019 geschrieben. Mit Star Wars hat er bisher nur als Autor und Producer von ein paar Folgen Rebels zu tun gehabt und als kreativer Berater bei Episode 7 und Rogue One. Einerseits ist es natürlich vernünftig, wenn es denn schon eine neue Trilogie geben muss, dass sie diesmal von Anfang bis Ende komplett von einer Person geplant wird, um dieses Hin und Her wie mit Episode 7 bis 9 zu vermeiden. Andererseits wirkt Kinberg wie eine sehr unmutige und langweilige Wahl, gemessen daran, wie viel mittelmäßige bis schlechte Filme er produziert hat. Allerdings sollten wir diese Meldung nicht nur skeptisch lesen, weil sie bisher nicht offiziell von Disney bestätigt wurde, sondern auch, weil Kinberg ja nur einer von vielen ist, die an zukünftigen Star Wars Filmen arbeiten, ohne dass jemals was daraus wurde. Angefangen von der angeblichen Rian Johnson Trilogie, die nach dem polarisierenden Episode 8 still und leise beerdigt wurde, über die Trilogie, die Game of Thrones Macher Benioff und Weiss machen sollten, die dann auch abgesagt wurde. Dann sollte ja Kevin Feige auch mal einen Star Wars Film drehen, woraus nie was wurde, genau wie Patty Jenkins, deren Projekt Rogue Squadron wohl am weitesten gediehen war und eigentlich nur auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Ach, und dann war natürlich auch noch der Taika Waititi Star Wars Film, von dem wir auch schon ewig nichts mehr gehört haben, seit Thor Love and Thunder die Fans doch ziemlich enttäuschte. Vom Star Wars Film, den J.D. Dillard und Matt Owens schreiben sollten, der auf dem Game TIE Fighter basierte, haben wir auch schon ewig nichts mehr gehört. Und ja, ehe der Rey und der First Jedi Film nicht gedreht sind, glaube ich auch noch nicht wirklich, dass sie erscheinen. Wirklich sicher ist ja eigentlich nur der Mandalorian und Grogu-Film, der im Mai 2026 starten soll, den Dave Filoni drehen wird. Es bleibt also abzuwarten, ob Kinbergs Star Wars Trilogy nur eine weitere Luftnummer wird. Immerhin hat er mit der Produktion vom Running Man Remake und dem nächsten Star Trek Film von Paramount ja auch noch einiges auf der To-Do-Liste und böse Zungen vermuten ja, Disney könnte Kinberg die Drehbuchentwicklung für Star Wars nur geben, damit er sich nicht zu sehr bei der Entwicklung ihres X-Men-Reboots einmischt. Sonst kommt er noch auf die Idee, ein drittes Mal die Dark Phoenix-Story zu vergeigen. Was denkt ihr über die News? Wird das was oder ist das wieder nur eine Phantom Menace? Schreibt es uns in die Kommentare. Serien Tales from the Streaming Wars. Netflix ist kriminell? Wie was? Ja, tatsächlich hat der Streaming-Riese letzte Woche mal nicht neue Erfolgszahlen und Rekordgewinne vermelden können oder musste sich mit Unmut von Fans über abgesetzte Serien herumschlagen, sondern hatte Besuch von der Polizei. Am 6. November wurden die Büros von Netflix in Amsterdam und Paris durchsucht, wie Golem berichtet, mit Berufung auf Reuters. In Amsterdam sitzt die Europazentrale von Netflix, die auch Afrika und den Nahen Osten abdeckt. Grund der Durchsuchung seien, laut Informationen aus dem französischen Justizministerium, Ermittlungen wegen Geldwäsche und Steuerbetrug. Es ist ja bekannt, dass internationale Konzerne wie Amazon, aber eben auch Netflix, alle Tricks ausnutzen, um möglichst wenig bis keine Steuern zu bezahlen. Netflix zahlte in Frankreich zum Beispiel 2019 und 2020 weniger als 1 Million Steuern bei einem Umsatz von weltweit 9,8 Milliarden. Jetzt wird die Legalität ihrer Steuermodelle hinterfragt. Seit 2022 laufen in Frankreich wohl die Ermittlungen mit Anhaltspunkten für schweren Steuerbetrug und Schwarzarbeit. Netflix ließ gegenüber Reuters ausrichten, sie würden einen bedeutenden Beitrag zur französischen Wirtschaft leisten und hätten alle ihre Steuern brav bezahlt, aber man würde natürlich mit den Behörden zusammenarbeiten. Unregelmäßigkeiten bei der Versteuerung ihrer Produktion sind allerdings nichts Ungewöhnliches. 2022 mussten sie in Italien 55,8 Millionen zahlen nach einer Ermittlung wegen Steuerhinterziehung. Es wird spannend, wie das in Frankreich und den Niederlanden ausgeht, denn nachdem viele Hollywood-Produktionen aus Kostengründen ins Ausland flüchten, wäre es natürlich lustig, wenn sie dort jetzt auch mal zur Kasse gebeten werden. Wie das weitergeht, wir halten euch auf dem Laufenden. Sagt uns schon mal eure Meinung zur Steuermoral von Großkonzernen in den Kommentaren. Die Wahl ist gelaufen und Hollywood steht unter Schock, denn so richtig hatten wohl auch dort die wenigsten Stars mit einem derart deutlichen Sieg des Mannes gerechnet, den viele als Beginn vom Ende der Demokratie ansehen. Viele Stars wie Jamie Lee Curtis zeigten sich entsetzt, einige wie Sharon Stone, Cher oder Sophie Turner planen wohl schon jetzt das Land dauerhaft zu verlassen. Andere wie Billie Eilish gestanden ihre Fassungslosigkeit und warnen vor dem jetzt kommenden Krieg gegen Frauen. Doch die Branche hat Grund, sich auch jenseits rein moralischer Sorgen vor dem nächsten Präsidenten zu fürchten, der mehr als deutlich gemacht hat, dass er kein Freund des liberalen Hollywood ist, auch wenn er einer billigen Reality-Show seine Popularität verdankte. Kalifornien, der Staat, in dem die überwältigende Mehrheit nicht für ihn stimmte, ist Trump seit Ewigkeiten ein Dorn im Auge. Genau wie viele Studios wie Disney, die sich in Florida massiv gegen die dortige menschenfeindliche
solche Politikaussprachen vor 3 Jahren. Trump drohte schon an, er würde Kalifornien die Gelder kürzen und es ruinieren. Unter anderem Hilfsgelder für die jährlich auftretenden massiven Waldbrände sind in Gefahr und Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, versucht schon jetzt in den verbleibenden Wochen, seinen Staat finanziell abzusichern gegen die zu erwartenden Angriffe. Und während die Stars noch geschockt sind, versicherte die MPA, die Gemeinschaft der Studios, bereits in einer Erklärung, dass sie sich engagiert darauf vorbereite, mit dem kommenden Präsidenten über viele wichtige Themen für die Film-, TV- und Streaming-Branche zu sprechen, die 2,7 Millionen Jobs sichere und 242 Milliarden Dollar an Löhnen pro Jahr zahle. Trumps Strategien, sein Abschottungskurs zu China und die angekündigten Vergeltungsmaßnahmen gegen unliebsame Medienhäuser bedrohen konkret Hollywoods Business. Wohl einer der Gründe, warum viele Studios wie Disney und Warner schon vorab eine Kurskorrektur eingeleitet haben und sich mehr und mehr von progressiven Inhalten verabschieden und allem, was den impulsiven Machthaber provozieren könnte. Was auch international fürs Publikum Auswirkungen haben wird. Denn nur weil zum Beispiel eine Show wie Agatha All Along mit ihren queeren Themen zu den bestbewerteten Marvel-Produktionen gehört, die auch das Publikum begeisterten, ist es nicht sicher, dass wir ihre Hauptfiguren so schnell wiedersehen. Ein schwuler Superheld bei den Young Avengers ist vermutlich gerade nicht das, was Disney jetzt verkaufen möchte, nachdem sie ja schon Alles steht Kopf 2 und den kommenden Pixar-Film Elio von allen Woken-Elementen befreit haben. Dass Trump dennoch auf Konfrontation geht, ist aber klar. Er hat jetzt schon angekündigt, dass er das gerade verabschiedete AI-Schutzgesetz, das in Kalifornien implementiert wurde und das unter anderem die Rechte von Kreativen vor und hinter der Kamera schützen sollte, genau wie Schutz für Privatleute vor AI-Fakes wieder aushebeln will. Er will AI ohne jeden Schutz. Was aber vielleicht einige Studiobosse ganz spannend finden könnten, die ja derzeit große Hoffnungen auf AI setzen. Dazu passt ja auch die Meldung, dass Amazon zukünftig Zusammenfassung per AI von Serienfolgen erstellen lassen will, damit ihr als Zuschauer jederzeit nochmal eine Erinnerung bekommen könnt, was eigentlich zuletzt passiert ist. Ja, hoffen wir mal, dass das besser ist als ihre bisherigen Informationen, die sie auf Prime bereitstellen. Es wird in jedem Fall spannend in Hollywood. Oder wie die Chinesen traditionell angeblich sagen, mögest du in interessanten Zeiten leben. Immerhin eine positive News gab's auch und die zeigt, dass auch Disney noch nicht ganz aufgegeben hat. Andor Staffel 2 wird am 23. April nächsten Jahres starten, direkt nach der Star Wars Celebration, die dann wohl ausführlich gefüllt ist mit Panels und Specials zum Thema. Und das ist wichtig, denn Andor ist ja für uns immer noch die beste Star Wars Serie überhaupt, deren zweite Staffel hoffentlich nochmal eindrücklich zeigt, wie wichtig es gerade jetzt ist, gegen Faschosysteme zu kämpfen. Auch wenn sie übermächtig erscheinen. Und jetzt noch eine große Bitte. Flips hat seit 2016 400 Folgen News und viele, viele ausführliche Spotlights produziert. Wie zuletzt am Freitag, wo wir einen Blick auf die dunklen Seiten der 80er-Jahre-Movies geworfen haben. Schaut doch mal rein, das lohnt sich sehr. Aber für Flips sieht es trotz des bereits großen Supports finanziell leider nicht gut aus. Und es ist schwer für uns, diese Sendung zu finanzieren. Alles, was wir wollen, ist euch zu unterhalten und das geht nur mit mehr Leuten, die uns auf Patreon unterstützen. Und ihr bekommt sogar etwas dafür zurück, wie Bonusvideos, die es hier auf YouTube nicht gibt, den Flips-Podcast und T-Shirts und Marks ab den höheren Stufen. Oder ihr könnt uns auch ein einmaliges Trinkgeld auf PayPal da lassen. Also support Flips, your local Filmtuber. Nintendo jammert ja gerade etwas herum und korrigiert ihre Zahlen für dieses Jahr nach unten, weil sich die Switch das erste Mal seit eben vielen Jahren nicht mehr so gut verkauft wie bisher. Denn langsam sind selbst die Fans wohl endlich ready für ein Nachfolgemodell der Hardware-schwachen Erfolgskonsole und immerhin rang sich der Konzern jetzt auch mal zur Aussage durch, dass die nächste Switch, wie auch immer sie heißen wird, abwärtskompatibel sein wird. Das heißt, ihr könnt die ganzen alten Spiele auf ihr weiterspielen, was ja erstmal eine sehr wichtige und gute News ist und auch, dass Nintendo Online wieder drauf verfügbar sein wird. Was sie nicht sagen wollten ist, wann sie denn jetzt endgültig mal die nächste Switch ankündigen, aber es solle demnächst sein, also bald, irgendwann. Sicherlich, also vielleicht sogar noch dieses Jahr. Zeit wird's, denn sie soll ja angeblich schon im Frühjahr oder im Sommer rauskommen. Die Zwischenzeit können die Fans mal wieder mit einem der B-Titel überbrücken, der jetzt erschienen ist. Mario & Luigi Brothership ist nach Ewigkeiten mal wieder ein neuer Eintrag in die zweite RPG-Reihe neben Paper Mario, die jetzt zwar auch nie den großen Erfolg hatte wie Legend of Zelda und die großen Mario-Games, aber trotzdem für solide Unterhaltung sorgt, was sich auch diesmal in den Bewertungen der Kollegen niederschlägt. Der gewöhnungsbedürftige Artstyle mal beiseite, da liefert das Spiel doch schon hübsche Unterhaltung und kurzweilige Kämpfe, ohne jetzt allerdings in irgendeiner Form neue Maßstäbe zu setzen. Das Game passt also dazu, seine olle Switch zu Weihnachten nochmal zu füttern, ehe dann hoffentlich nächstes Jahr mal wieder was richtig Großes kommt. Habt ihr Bock auf die beiden hüpfenden Brüder in dem Look? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Und jetzt wieder der große vorweihnachtliche Dank an alle unsere Unterstützer auf Patreon, ohne die wir Flips nicht finanzieren könnten, wie die Patronen.
Tony und die Time Lords. Der Link zum Unterstützen, zum extra Content genießen und auch, um uns ein Trinkgeld per PayPal dazulassen, den findet ihr in der Beschreibung. Und rechts findest du unseren Anschautipp. Genießt den Sonntag und bis zum nächsten Mal. Läuft.